Hallo Jakob, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Sieg der Saison. Von außen sah das Rennen sehr locker aus. Wie hat es sich für dich angefühlt? Also locker war es auf jeden Fall nicht. Ich sag mal, wir kämpfen hier alle mit den gleichen Bedingungen ungefähr. Der Wind ist schon ja, nicht zu vernachlässigen. Ich meine, das sieht man auch so ein bisschen in den Zeiten. Wir sind jetzt da schon deutlich langsamer, als hätten wir jetzt keinen Gegenwind. Du hattest ja vorhin in der Mittagspause noch eine Uni-Vorlesung. Erzähl mal kurz, wie stimmst du in deine duale Karriere? Und kriegst du es trotzdem hin, bei so einem wichtigen Wettkampf deine Leistung abzurufen? Ja, also es war ein bisschen tricky. Ich hatte um 10 Uhr mein Rennen und um 10.15 Uhr hat die Vorlesung begonnen. Ich habe mich dann quasi auf dem Paddle-Ergo ausgefahren, mir meinen Laptop daneben gestellt und habe da gelauscht. So an und für sich ist es natürlich ja, ein sehr langsamer und schwerer Weg, den Uni-Weg zu machen. Also man schafft, Regelstudienzeit ist leider ein Fremdwort und ja, man versucht trotzdem, so gut es geht, jeden LP mitzunehmen, den man schafft und duale Karriere voranzubringen. Wie zufrieden bist du mit der Leistung von deinem Zweierpartner Max? Ja, also es ist hier immer noch eine Sichtung und kein Festmachen von Plätzen. Und ja, jeder kann mal irgendwie sein Rennen ins Skat drücken. Und ich weiß, was Max kann. Ich habe ihn monatelang im Training gesehen. Ich werde jetzt ihn nicht direkt irgendwie von hinten ein Messer in den Rücken rammen. Also wir reden alles fair durch und ja, ich weiß, was Max kann und das weiß er auch. Wollt ihr trotzdem zusammen den Zweier in Szeged an den Start gehen? Ich sag mal, jeder muss erstmal die Nominierungskriterien schaffen. Da gibt es strikte Vorlagen vom DKV und das ist erstmal das Ziel, hier zu schaffen. Und danach werden wir uns zusammensetzen und klar, wir sind ein eingefahrenes Boot. Das hat schon seine Vorteile, da wieder an den Start zu gehen. Alles klar, dann hoffen wir mal, dass es klappt. Dass wir euch wiedersehen im Zweier. Und dann für die 1000 Meter morgen nochmal viel Erfolg. Danke.